Pöni TV. Hallo, Pöni TV mit dem ersten Special. Der Anlass: Es gibt Filmemacher, die sind es wert, dass man sie immer betrachtet. Das heißt, wenn ein neuer Film von ihnen angekündigt ist, ist immer der Reiz da, diese Filme zu sehen. Immer und ewig. Und so ein Filmemacher ist der Amerikaner Tim Burton. Der Anlass in dieser Woche ist zunächst einfach: Sein neuester Film Big Eyes kommt im Heimkino heraus. Big Eyes ist die Geschichte einer hochinteressanten Frau, einer Künstlerin im San Francisco der 60er Jahre, Margaret Keane. Sie malte damals so unorthodoxe Bilder von Menschen und von kleinen Menschen, großen Menschen, von Kindern mit extrem großen Augen. Die Leute interessierten sich für ihre Bilder, aber sie traute sich nicht, sie unter ihrem Namen zu verkaufen, sondern ihr Mann Walter Keane nahm den Ruhm ein. Er trat als Künstler auf, weil für die Frau war es damals offensichtlich unmöglich, jedenfalls für diese Margaret Keane, in die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, ich habe die Bilder gemalt. Ihr Mann nahm den Ruhm entgegen, ihr Mann war der große Zampano, und als sie dann sich emanzipierte, war er natürlich stinkwütend. Er wird gespielt übrigens von Christoph Waltz. Und das ist ein hinreißender Film über Menschen, über die aus ihrer Seele heraus müssen, die herausfinden müssen, wie weit kann ich gehen, um ich selbst zu sein. Wunderschöner Film, Big Eyes, diese Woche im Heimkino. Aber der zweite Anlass ist meine Carrie. Ja, ich bin nämlich großer Tim Burton-Anhänger, wie man vielleicht sieht. Also ich habe mich heute mal versucht, ein bisschen der Thematik anzupassen. Doch, Pöni, sag uns noch mal zum Abschluss zu Big Eyes, also eine Empfehlung für die Leute da draußen. Ja. Ein Tim Burton-Film ist immer ein Film. Selbst ein schwacher Tim Burton-Film gehört immer noch zu den besseren Filmen. Also Tim Burton ist jemand, auf den ich nie in meinem Leben, wenn er denn seine Filme ins Kino bringt oder ins Heimkino bringt, verzichten möchte. Also ich finde ja, Big Eyes ist ein wunderbares Stichwort für die Ausstellung, die wir heute hier besprechen wollen, weil es geht um Margaret Keane, wie du gesagt hast. Sie selber war Malerin, sie hat Tim Burton sehr beeinflusst. Tim Burton selbst hat seine Wurzeln. Im Animationsbereich, hat er für Disney gearbeitet, wie viele wissen. Und bevor wir dazu kommen, möchte ich aber kurz erwähnen, dass wir heute in meinem Wohnzimmer zu Gast sind. Schönes Wohnzimmer. Ich weiß nicht, ob den Zuschauern das aufgefallen ist. Ich denke schon. Ja, also Paul hat sich auch etwas verändert, ist heute zu Merlin mutiert, weil auch Hunde sind ein großes Thema bei uns. Oh ja. Heute, weil bei Tim Burton geht es nicht nur um Monster, sondern auch um Hunde. Das wiederum wissen die wenigsten. Der zweite große Anlass ist, dass es zum ersten Mal eine Ausstellung über Tim Burton in Deutschland gibt. Diese Ausstellung war zunächst in New York im Museum of Modern Art zu sehen, dann in Prag, dann in Paris und jetzt ist sie in Deutschland angekommen, und zwar in Brühl. In Brühl bei Köln. Im Max-Ernst-Museum in Brühl, das LVR, so nennt sich das Ganze. Und wir waren da bei der Pressekonferenz, konnten selber mit Tim Burton reden. Und ich habe diese 1200 Kilometer gerne auf mich genommen. Sie läuft noch bis zum 3.1.2016, also man hat Zeit, diese noch zu besuchen. Es lohnt sich auch für Berliner anzureisen oder von Menschen von weiter her. Und warum war es Brühl? Erstens mal ist es das erste monografische Museum, das diese Ausstellung bringt. Das hat Tim Burton angereizt, seine Bilder dorthin zu bringen. Das hat Dr. Achim Sommer auch uns schön erklärt. Ja, wir haben uns halt intensiv darum gekümmert und haben 13 angefangen, sozusagen ihm zu schreiben und erste Vorgespräche zu führen mit Jenny He. Und ich glaube, der Zuschlag, oder weswegen er die Einladung so gerne angenommen hat, war, dass wir eben ein monografisches Museum sind und dann noch Max Ernst als Hausherrn haben. Und selbst wenn er das jetzt nicht so zugibt oder immer sehr zurückhaltend ist, glaube ich schon, dass da wichtige Parallelen sind, die er vielleicht mehr erfüllt, als jetzt kunsthistorisch analysieren zu können. Dafür sind ja die Museumsleute zuständig. Und auch Jenny He war der Meinung, dass das wunderbar passt, Tim Burton bei Max Ernst. Ja. Und so haben wir als Einzige im deutschsprachigen Raum den Zuschlag bekommen. Ich muss sagen, im Nachhinein finde ich Brühl dafür sehr schön, weil Brühl hat einen sehr familiären Rahmen. Ja. Es ist ein wunderschönes Museum, das Team ist hervorragend. Es gibt grandiose Nebenkonzepte zu dieser Ausstellung. Kinderworkshops zu Animation. Okay. Es gibt im Filmhaus Kino Köln, ich glaube Filmhaus Kino Köln ist der richtige Name, eine Tim Burton Filmreihe. Sie zeigen alle Filme. Halloween-Partys werden da gemacht, weil Halloween ja auch so ein Fest ist, was für Tim Burton sehr wichtig ist. Und sie versuchen begleitend dafür vor allem die Kreativität auch der Kinder zu wecken. Das Team hat sich so Mühe gegeben, Pöni. Also es ist nicht nur, du siehst, du kommst rein, du siehst und spürst Burton überall. Du siehst
Empfindest ihn. Du empfindest ihn, genau. Und zwar ihn rein. Den reinen Bildkünstler Tim Burton. Also die Filmfans werden schon zufriedengestellt. Also man sieht seine Puppen und so weiter. Aber es geht vor allem um seine Bilder. Und das ist er in reinster Form. Wenn wir haben nicht Danny Elfman, das Musik ich auch liebe, oder Colleen Atwood, die Kostüme gestaltet hat. Also fassen wir das mal zusammen. Es geht gar nicht so sehr um seine Filme, die wir alle kennen, sondern es geht um den Menschen Tim Burton, um den Zeichner Tim Burton, um den Maler Tim Burton, der praktisch sein privates Outfit öffnet, um seine Seele über die Bilder zu präsentieren. Ist das so vielleicht richtig gesagt? Ja, so könnte man das sagen. Ich hatte ja die Möglichkeit, mit der Kuratorin Jenny He noch ein Face-to-Face-Zweier. Ein Gespräch. Ein Gespräch. Das war das Wort, was ich gesucht habe und versucht habe, in wissenschaftliche Höhen zu packen, genau zu führen. Mhm. Und ich habe sie danach gefragt, welches ihr Lieblingsgemälde ist. Und lustigerweise ist es genau das Gemälde, was ich mir auch ausgesucht hätte. Das heißt The Last of Its Kind. Und sie hat das sehr schön beschrieben. And it's a very simple composition of sort of a very monochromatic palette with red. Of course, one of the Tim's signature colors, the spiral. Yes, of course, Tim's spiral motif, and then the composition of the painting is that this creature, the last of its kind, is relegated to the lower right hand corner of the frame. So while your eye immediately captures the red spiral, that's what draws you to it. All of a sudden, you realize that there's this little creature that he is actually the focus, the subject of this work. But yet, he's totally in the corner. And it just, without rationally thinking about it, without analyzing about it, I look at this painting and I identify with how lonely this creature must feel, being the last of its kind. And it really speaks to me on an emotional level. And that's one of my personal favorites. Richtig. Und wie sie das beschreibt, fand ich sehr berührend, muss ich sagen. Also dieses... Schön. Aber noch mal gefragt... Der Filmemacher Tim Burton und der Künstler Tim Burton, der private Künstler. Wie verbindet sich das? Ich muss die Filme alle im Kopf haben oder kriege ich auch die Chance, Filmausschnitte zu sehen? Oder wie ist das konzipiert? Also es gibt frühe Kurzfilmwerke von ihm zu sehen. Es ist so ein kleines Kino aufgebaut. Da sieht man auch die ersten Werke von ihm, die bezaubernd sind. Also da gibt es so Halloween-Geschichten und alles, was ihn ja auch immer geprägt hat. Und du kennst Tim Burton, ich meine, du hast Frankenweenie gesehen. Frankenweenie ist ein sehr persönlicher Film. Oh ja. Diese Filmcharaktere von ihm zu trennen, geht nicht. Mhm. Also das funktioniert. Dann ist die Ausstellung eine Ergänzung zu seinen Filmen praktisch. Der wird einerseits der Filmemacher vorgestellt, als jetzt Künstler, der dann aber auch gleichzeitig seine private Seele freilegt. Richtig. Habe ich das richtig verstanden? Seinen Reisen, von seinen Erlebnissen und so weiter und so fort. Das heißt, man bekommt zu dieser Tim Burton, der Regisseur, eine absolut neue Essenz dazu, die ihn als Maler zeigt. Er hat ja bei Disney angefangen. Mhm. Und dieses Medium Zeichnen, Malen, das ist für ihn sehr wichtig. Das ist das, wo er sich nachspürt. Ist das praktisch der Weg zu seinen Filmen hin? Natürlich, ja. Okay. Also diese ganzen Charaktere, die er entwirft, die ihm so zufliegen, also auf ganz kindliche Weise, möchte ich fast sagen, weil er jemand ist, der als Beispiel, er kam ins Museum rein, hat seine Ausstellung gesehen und hat mit so Catering-Papptellern, die an die Wand geklatscht und hat eine fleischfressende Pflanze im Schwarzlichtraum gemalt. Also es war ein Erlebnis, das für die Anwesenden etwas, also fantastisch war, aber so, sag ich mal, überraschend. Das ist doch Burton. Und genau, also er ist unberechenbar, möchte man fast sagen, in seiner kindlichen Weise. Er sieht, macht, schaut und das ist Burton. Was rauskommt, ist Tim Burton. Er kam, sah und malte, möchte man fast sagen. Richtig. Aber das ist ja gerade spannend. Wer steckt hinter diesem Filmemacher? Was ist er für ein Typ? Wir kennen seine Filme, wir können ihn ungefähr einschätzen. Er liebt dieses und dieses Genre, er mag Hunde, er mag das. Aber wie ist er privat? Oder wie? Man ist ja neugierig auf den Menschen. Das kommt zum Ausdruck. Das kommt auf jeden Fall zum Ausdruck. Also in dem Buch zum Beispiel, was ich auch gerne empfehlen möchte, es gibt einmal diesen Katalog zur Ausstellung. Der ist selber von den Museumsleuten entworfen worden. Und es gibt einmal dieses The Art of Tim Burton. Richtigen Fans empfehle ich dieses Buch. Da sind sehr, sehr, sehr intime Einblicke. Da ist zum Beispiel eine Lieblingsszene von mir, wo Helena Bonham Carter, seine ehemalige Lebensgefährtin, schreibt, dass er bei der Geburt seiner Kinder daneben stand und die gemalt hat. Also man sieht Helena Bonham Carter als Ballon und daraus kommt ein Kinderkopf mit drei Fragezeichen. Und das ist sehr skurril, aber es ist dort abgebildet. Das ist Burton. Das kann ich mir jetzt vorstellen. Richtig, das ist Burton. Aber sag mal, hat er erklärt, warum er so eine Affinität zu Tieren hat? Ja, das habe sogar ich ihn gefragt für Pöni TV. Weil
Ich finde seine Vorliebe für Monster und das Dunkle und den Tod, dass er immer sehr auf karnevaleske Weise quasi zeigt. Auf liebevolle Weise. Auf liebevolle, humoristische Weise. Genau. Wird ja immer angesprochen. Ja. Alle Medien unterhalten sich darüber, der nah und der macht dann das Dunkle und lustig und tot. Aber ich habe ihn gefragt, warum der Hund? Well, dogs, I think, I always found them quite emotional, very pure. I mean, I had a dog, several dogs, and, you know, you'd walk out of your apartment flat, and they were so, and then, you know, I'd walk out the door, and I'd come back because I forgot my keys or phone or whatever, and you'd come back, and it's like they'd never, you know, it's just pure emotion, you know, it's just pure, simple emotion, which is beautiful, you know, and I think, you know, cats are a different story, but dogs I always felt were very, like very pure creatures, and I think that's why I responded to them. Thank you. Also er wird ja mehrfach nach seinen Puppenfilmen gefragt, die Puppenfilme Corpse Bride, Nightmare Before Christmas. Den lieb ich abgöttisch, wie man aus quasi Streichhölzern lebendige Wesen entstehen kann, dass ich mehr und mehr denke, deute, das sind Wesen, das sind Menschen mit Seele, mit Empfindungen, übrigens gesprochen ja von Ulrich Tukor, der Hauptdarsteller. Das ging so unter die Haut und das berührt mich Jahr für Jahr. Ich muss diesen Film mindestens einmal im Jahr sehen. Er läuft ja immer um die Weihnachtszeit herum, weil er mich dermaßen, obwohl ich alles kenne inzwischen, vergnügt und melancholisch macht. Also alles das, was so die Prächtigkeit von Tim Burton ausmacht, aus kleinsten, unmöglichen Dingen, Streichholzfiguren Leben zu erwecken, das ist so wunderschön. Wobei Henry Selick die Regie geführt hat und Tim Burton so das Ideenkonzept entworfen hat. Es ist für mich aber ein Burton-Film. Die Sichtweise, die Art, auf jeden Fall. Die Art der Skurrilität der Figuren. Aber du bist schön im Thema. Ich würde gerne dir meine zwei Lieblingsfilme von Tim Burton sagen. Der eine ist natürlich Frankenweenie. Ein Junge verliert seinen absolut geliebten Hund und schafft es, ihn wiederzubeleben. Das ist auf solch hinreißende Weise erzählt, auf so berührende, nahegehende und irgendwie auch ernsthafte Weise. Friedhof der Kuscheltiere, Stephen King, jetzt auf Poem gemacht. Und der zweite Film, den kennt komischerweise kaum jemand von Tim Burton, das ist der große Film Big Fish. Das ist eine Ansammlung von Skurrilitäten, von Menschen, denen man am Anfang sehr vorsichtig gegenübersteht. Das ist ja das Schöne an diesem Film, dass du nicht einsteigst und gleich alles weißt, alles mitkriegst und nach 5 Minuten den Film im Griff hast, sondern den hast du nach 100 Minuten endlich im Griff, wenn du anfängst zu flennen bei der Schlussszene von Big Fish. Ich denke mir, wir sollten zum Anlass nehmen, auf diesen Film auch hinzuweisen, denn der ist in Deutschland noch völlig unbekannt. Leider, muss man sagen. Ja. Aber wie fühlt er sich denn in dieser Filmlandschaft, in dieser weltlichen Filmlandschaft, die er hört, mehr von der Börse dirigiert wird als von der Fantasie, wie fühlt er sich denn da aufgehoben? Hat er immer noch die Möglichkeit, seine Kreativität tatsächlich durchzubringen oder muss er sich nach den Börsenvorgaben, den Geldvorgaben, nach den Budgetvorgaben richten, muss er sich einschränken? Kann er das wirklich filmisch verarbeiten, was er machen will? Hat er das gesagt? Ja, er hat sich darauf auf Disney vor allem bezogen. Also er hat sehr viel über die Zeit bei Disney gesprochen. Er hat erzählt, wie die Studios da früher eingerichtet waren, wie er da angefangen hat und wie sich das Filmbusiness heute auch verändert hat. Well, it's a funny world now, because when I first started out, you know, it's like you go, you know, show clips and things, but, you know, the world has gotten very, lawyer-oriented. Weil ich finde, er hat in den letzten Jahren sehr wenig gedreht. Und das bedauere ich, er wird ja nicht jünger, er ist 67 gerade geworden. Und er dreht ja nur alle 3-4 Jahre einen Film. Und das ist eigentlich zu wenig für einen Genie. Aber lieber Qualität Genie als Quantität, ne? Hast du recht. Ja, ist ein also Argument. Qualität ja, hast, als Quantität. Ja, gut, okay. Und ich will natürlich viel sehen, weil der Mann ist, wie gesagt, 67. Und ich möchte noch viel, viel sehen, weil ich kann mir vorstellen, die Inspiration in ihm drin und die Filme, die ich kenne, da, in diesem Mann steckt noch viel, viel Energie für Fantasy und für tolle menschliche, humane Geschichten. Was man an der Ausstellung sieht. Okay. Also er sagt auch, was ich sehr interessant fand, er reist sehr gerne, er reist sehr viel. Und er sagt, er möchte sich gerne dieses Kindliche behalten. Ach, also schön. Dieses, ich reise durch die Welt und dann sehe ich den Turm. Das ist wie Erich Kästner. Immer wenn du als Erwachsener ein Kind geblieben bist, bist du ein Mensch. What's been beautiful for me is to go to different places and to, you know, because as filmmaker, whatever, you know, you get to travel to different places and
I think you find more about people and about yourself and about cultures and things when you are, you know, have the opportunity and to do something like this. So I always feel like it's something that's I learn a lot, I feel a lot, and I just, for me, it's one of the greatest experiences, you know, to come to a place and experience the people and the culture and everything. You know, I was married to a German once, so I'm now allowed back into the country. Ich muss sagen, ich war etwas nervös, weil ich schaue die Filme schon seitdem ich 6 Jahre alt war. Ich habe mit Edward Scissorhands angefangen, also Edward mit den Scherenhänden, ja. Genau, und war also als Kind schon völlig gefangen in seinen Welten. Und jetzt die Ehre zu haben, ihn so nach dieser Zeit dann mal zu sehen, dann denkt man erstmal, na, jetzt kommt dieser kleine, schüchterne, zurückhaltende Mensch daraus. Und gar nicht. Tim Burton ist ein sehr offener, humoristischer Mensch, der sich aber nicht in den Vordergrund drängt. Das habe ich jetzt sehr angenehm empfunden. Mhm. Was ich auch noch sagen wollte, was ich auch so faszinierend fand, Tim Burton wurde natürlich auch gefragt, wie Jenny He, also was ist dein Lieblingsstück, dein Lieblingsgemälde, dein persönliches Werk? Und er sagte, der Ausgang, The Exit. Was für ein kluger Satz. Was für ein kluger, ja, ich meine, was hätte auch sagen sollen, aber das fand ich sehr, also ich merke die Euphorie, der Spaß, das Vergnügen, das war für dich ein großes Erlebnis, nach Brühl zu fahren, Tim Burton zu begegnen, die Ausstellung zu sehen, und ich glaube, das kommt rüber. Und es ist schön, dass wir darüber ein Special gemacht haben, denn Tim Burton ist wichtig und wird immer wichtig sein. Ich würde mir diesen Menschen öfters im Kino als Regisseur, Filmemacher, Produzenten, Drehbuchautoren wünschen. Schön, aber jetzt gehe ich nach Brühl, ich fahre jetzt auch hin und das will ich mir ansehen natürlich. Du hast mir es schmackhaft gemacht. Ich möchte noch abschließend sagen, was Persönliches von mir an Burton. Ich fand seine Aussage unglaublich berührend. Es fragt ihn jemand, was er jungen Menschen, die gerne Filme machen möchten oder in dieses Business gehen, ihren Weg beschreiten wollen, was er ihnen mitgeben möchte. Und das war so ehrlich, das war so schön, und damit also, würde ich gerne schließen. Das sagt er uns am besten selbst. That for anybody, just be pure to yourself and to just, you know, be passionate about what you want to do and just do it and then hope for the best.